Was ist da, Kevin? Aber ist gut. Ist Arnold schon da? Der ist schon am Trainieren, ja. Super. Und was haben wir heute? Guck mal, zu spät wieder, mein Freund. Ich warte wieder auf dich. Seit halbe Stunde am Warten, Mann. Muss da alles aufgepumpt sein, wenn ich reingehe in die Halle. Wie ernährst du dich eigentlich bei der Vorbereitung? Ganz normal oder gibt es auch präzise? Ja, nur Burger King Max. Du bist gerade bei 90 Kilo? Ja, ja. 6 Kilo geht eigentlich klar, weißt du? Machen wir easy. 6 Kilo machen wir easy. Was war so das meiste, wo du richtig rausschwitzen musstest? Wie viel Kilo? Bruder, das Schlimmste war einmal 16 Kilo in 3 Wochen. Mann. Nee, 2,5 Wochen 16 Kilo. 16 Kilo in 2,5 Wochen. Ich bin nicht gestorben, Mann. Das geht ja nicht dran. Mann. Der Coach? Ja. Der Rosin. Ich weiß, Terror, warte, wieder auflegen kann. Aber der ist oben, hast du gesagt? Der ist hier, der war zuletzt auf dem Laufband. Ja. Heute auch haben die gesagt, Alter. So. Man spielt gar nicht so deine Anspannung, nix. Du bist voll locker, du bist voll locker damit um. Boah, du machst dich ja voll mit, Alter. Weißt du, was ich meine? Du musst ja entspannt bleiben. Weil normal habe ich in mir diesen Druck. Klar, natürlich habe ich ihn, aber du musst damit gut umgehen können. Ich kann das. Macht es dich depressiv? Ich liebe das. Ich bin so froh, dass diese scheiß Vorbereitung nächste Woche zu Ende ist. Dann gehen wir rein und machen das, was wir am besten können. Das ist schon angezogen. Ich glaube, ich habe angezogen. Hier so? So ist es. Klar. Wie lange sind wir hier? Wir sind seit... Das Video ist gleich zu Ende. Wir haben schon fertig gefilmt. 10 Minuten. Das Video ist gleich zu Ende. Komm. Ja, ihr hört schon seit 15, 20 Minuten. Ja. Sind wir schon hier. Hast du das selber gemacht? Brauchen wir nicht. Länger Belastung, machen wir von neu, ich hab nicht schlecht. So, willkommen zurück auf Kevins Kanal. Heute ist die letzte Einheit. Alle Leute denken immer, dass der Kevin immer so ernst ist, ne? Aber das, wenn wir beide unterwegs sind, wir lachen immer sehr viel, weil, dass mein Abi, der ist mindestens 10 Jahre alt, als ich 10 Jahre alt war, war ich schon GMC-Champ. Das Problem war, als ich 10 war, war ich schon wegen der Rente. So. Aber man weiß immer noch nicht, wie alt du bist. Ich bin jünger als er. Auf jeden Fall. Ich bin jünger als er. Man sagt so alt, alt und weiß. Genau, das bist du Gandalf. Das ist Gandalf. Auf jeden Fall, wir machen heute nochmal die letzte Einheit, wo wir ein bisschen Krafttraining machen. Aber ganz simpel, ohne Gewichte. Klimmzüge, Liegestütze, 5 Runden. Kevin kämpft 5 Runden, deswegen machen wir von allen Sachen nur mindestens 5 Runden. Ja, damit das so ein bisschen Unterbewusstsein sich schon absprechen. Jetzt machen wir heute easy, sonst machen wir Runden haben wir 10 Runden. Ohne Pause. Und schnell. Wir machen mehrere Stationen. Wir brauchen normalerweise Klimmzüge, Liegestütze, Dips und dann noch hier für die Beine. Und Kniebeugen. Kniebeugen. Das machen wir normalerweise alles, aber wie gesagt, jetzt ist ja nicht da, aufzubauen muss. Einfach ein bisschen Spannung. Kelima meinte, dass er sich in der Vorbereitung nur mit McDonalds und Burger King ernährt. Was sagst du dazu? Ja. Ach, der kann sogar jeden Tag Döner essen, trotzdem hat dein Body besser als die meisten. Ich esse so eine Scheiße, ehrlich gesagt. Wir kennen mit jeden Abend von, können wir sagen, Michelle, schöne Grüße, vom genau Chefkoch, wird jeden Abend dem Kind Essen zubereitet. Oder jeden Abend der beste Steak in Düsseldorf. Der Inhaber und Koch macht für mich jeden Abend leckeres Essen. Und dann fahren wir auch gleich. Beste Steak aus. Beide Loks. Was trainiert man so, Coach? Das einfach nur, um die Schulter zu töten. Hier geht es jetzt nur um das Mentale. Kraft hat der Kirib, ist nur mental, ob man wirklich nach 10, 15, 20, 30 Klimmzügen noch Bock hat weiterzumachen. Weil es ist halt eine langweilige Übung, aber eine sehr effektive Übung und auch sehr gut fürs Mindset. Ja, okay. Weil ein Kämpfer wie er muss oben wie Stahl sein. Der Rekord beim letzten Mal? Das habe ich gemacht. 31. 31? Und wir müssen 32. Bruder, soll ich ehrlich sein? Ich glaube noch 40. Wollte mein Sinn? Ich glaube nicht. Wie viel kommen jetzt, Coach? Ey, egal wie du dich fühlst, ja. Egal wie kaputt du bist, hängen lassen weitermachen, hängen lassen weitermachen, hängen lassen weitermachen. Das ist nur ein Kampf gegen dich selber. Und 1, 2, 3. 4.
Ach, hab ich gesagt. Natürlich. Ein, zwei, die nicht so richtig hochgehen, aber soll einer mal 40 Klimmzüge an einem Stück machen. Ohne Magnesium, ohne nichts, du hast ohne Magnesium gemacht. Ja, ja. 40 Stück. Rutschen, ja, mach schon. Das hab ich gesagt. Ohne Magnesium, ne? Magnesium hättest du 45, 50. 100. 200. Der ist auch rutschig, aber. Hier seht ihr das? Den ganzen Auffall. Ich fühle mich gerade sogar voll dünn, Alter. Du fühlst dich gerade dünn? Ja, nicht dünn, aber man sieht sich selber meistens anders, als man wirklich ist. Live bin ich ein Monster. Live bin ich einfach ein Monster. Wenn ich so gucke, denke ich mir so. Wie an. Bro, so schwer siehst, bist du auch. Du bist wirklich nicht so breit. Wer ist breit? Wer ist breit, Freunde? Stellt euch mal hintereinander hin, wer wen verdeckt. Aber gleich ziehen wir aus. Breiter, kann ich auch einen Fenster gucken, der ist breiter. Ja, okay, den ist stabil, der ist gerade. Nicht mal auf Punkt gerade. Boah, Marschall, Marschall. Welcher Trainer sieht so aus, Max. Und kann sich noch fetzen mit den Jungs. Max. Macht immer noch Spaß. Ne, ich meine, du machst hier noch. Ja, ja, schon. Immer Spaß. Der haut sich ja richtig mit uns. Das ist ja nicht mal locker. Wir müssen uns hier nicht prügeln. Coach. Ich muss hier noch gucken. Viele schreiben, dass die Untermuskeln von der Rolex kommen. Stimmt das? Ja, ist doch keine Uhr. Sollen die also kein Auge machen? Die Unterarme kommen einfach nur vom Kratzen halten. Wirklich. Immer wieder dagegen so beim Kratzen halten. Guck dir dieses Monster an. Wenn er dagegen haut, dann wackelt mein ganzer Unterarm. Alle denken immer, alles läuft so. Ich muss mal kämpfen mit dem. Jedes Mal muss ich mit dem kämpfen. Mach dich warm. Locker dich aus, mal Schattenboxen. Kerim, guck mal, die tödlichste Kombination für mich als Trainer ist Kerim mit Islam zusammen. Ich muss die beiden immer splitten. Wenn die beiden miteinander zusammen sind, es ist so schwer für mich, mein Training durchzusetzen. Weil ohne Warmmachen, die Jungs fangen direkt an zu heulen. Oder die ziehen Handschuhe und fangen an sich zu knallen. Die haben immer diese Konkurrenz. Ramadan, wir sind tot, Fasten. Nach auch noch Feinde Pro Folge, ne? Feinde Pro, nichts gegessen. Mund. Feinde Pro, nicht getrunken, geschlafen, nichts. Wir ziehen das Handschuh an und direkt gefetzt. Direkt Schlägerei mit Islam. Infos kommen. Locker 10.000 Euro. Locker Schutz. Ich wollte das eigentlich versteigern für einen guten Zweck. Aber im Endeffekt ich spende sowieso daran selber für mich. Und ich wollte auch nur zurückgehen. Meine Handschuhe, mein Schutz. Heute ist nochmal so die letzte Einheit, wo wir ein bisschen Krafttraining gemacht haben. Und wo wir jetzt schon wieder in die Phase gehen der Explosivität. Montag wird nochmal explosiv, Dienstag wird nochmal explosiv. Ich bereite den Kerim jetzt schon darauf vor, mental und körperlich, dass Montag und Dienstag nochmal explosiv wird, deswegen machen wir kurz auf den Sturz. Alles rausholen, schneller. Rückwärts bewegen, komm. Und Zeit. So, Fritz. 90 Kilo. 6 Kilo. Hohe Trocken. Sag mal Bauch. Boah, Junge. Wohin gehen wir? Komm, steig ein, wir gehen ins Loxy Foxy. Können wir jetzt essen? So, wir gehen jetzt ins Loxy Foxy. Lecker Steak ist. Da war auch der Alex Pereira mit. Pereira war damals mit. Der hat selber damals gesagt, habe ich noch ein Video. Das war das beste Steak, was der bis jetzt gegessen hat. Er meinte, wie gesagt, wie ihr gehört habt, das war das beste Steak, was er je gegessen hat. So sieht dein Alltag aus in der Vorbereitung? Oder Training, Mittagsschlaf, nach Hause, Training, Essen, nichts anderes. So eine Isolation von diesem Drei. Ja, aber am Ende wirst du dafür inshallah belohnt. Besser so. Was habe ich jetzt davon, rumzustreuen, Alter? Ich kämpfe jetzt nächste Woche, habe den wichtigsten Kampf überhaupt. Ich bringe mir
mir nichts draußen rumzuhängen und rauszugehen. Danach sagst du sogar, boah, Bruder, zum Glück bin ich nicht rausgegangen, hab nichts gemacht. War nur beim Training. Genau, wo dann deine Hand hochgehoben wird? Ja, Mann, das ist das. Wirst ja sehen dann. Beste Gefühl überhaupt. Ja, das ist so die Gangster-Nummer. Wir waren links da. Aber lieber so, anstatt irgendwie schüchtern. Das ist Eddie. Voll schüchtern, der Besitzer der arme Schüchterne. Komm jetzt vor Kamera, kriegt er den Mund nicht auf. Aber es ist auf jeden Fall einer der Besitzer hier. Beste Steakhouse. Wie ist die Adresse? Theo Championstraße 2. Championstraße für die Champions? Genau. Sehr gut, so sieht's aus. Also bestes Steak in ganz Düsseldorf. Checkt's ab. Ich muss wirklich sagen, seitdem ich hier esse, ich fühle mich richtig mit Dynamit. Weise Worte von einem starken Mann. Weise Worte von dem Meister mir. Von einem starken Mann. Also, wie lange kennst du Kerem schon? Wir kennen uns seit knapp 7 Jahren. Und seitdem du dem hier auf Essen servierst, haut er alle Leute erst recht K.O. Nur daran liegt's. 100%. 100%. Power. Das ist die Macht der Seezunge. Oder gutes Essen ist wirklich so. Bei einer Vorbereitung, wie wichtig ist das? 70, wie viele Kämpfer kennst du, die nicht gut essen? Guck mal, man denkt so, ey, ich cheate mal einen Tag. Dieser eine Tag kann ich ruinieren. Vor allem Zucker, zu viel Fette. Zu viel Salz. Zu viel Salz. Das kann den ganzen Kampf abhängig machen, wie du dich ernährt hast. Wirklich. Also sagen wir, du hast zu viel Zucker, hast du danach einen Absturz. Energielevel geht. Zu viel Salz, der Körper zieht zu viel Wasser. Zu viel Salz, dann pumpst du zu sehr auf. Du wirst schwach im Kampf sein. Schwach wie. Deswegen musst du immer optimal ausgewogene Ernährung haben und sauber fahren. Deswegen spart viel Geld, kommt in der Kampfvorbereitung jeden Abend zu Eddie. Ihr könnt ja auch mit eurer Freundin, Frau kommen, hier ist gepflegt, die sind keine Assis, weißt du, was ich meine? Ihr habt hier gepflegte Leute. In jedem Steakhouse in Düsseldorf hat Coach sein Messer. Aber hier ist natürlich qualitativ das Beste. So. Hier, wer will Spinner, der Spinner? Du, was willst du? So, guten Hunger, leider. So, Friends. Haben wir gut gegessen, ne? Wieder wie ein neuer Mensch, gut aufgeladen. Morgen geht's, aber wir nehmen euch jetzt mit. Wir haben eine gute Nachricht für euch. Wir nehmen euch jetzt die ganze Kampfwoche mit. Genau so sieht's aus. Jeden Tag kommt ein Vlog, damit ihr hautnah dabei seid. So sieht's seid aus. Seid gespannt. Friends. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ja, macht und ein bisschen, Alter. Mehr abonnieren, nicht mehr. Wäre mal nicht so geil hier. Und kommentiert. Abonniert mal den Kanal. Da habe ich auch mehr Motivation, immer neue genau. Videos rauszuhauen. Genau. Schön das. Abonnieren, kommentieren, weiter supporten. Ich weiß, ihr seid immer wirklich stabile Supporter. Aber da geht noch mehr. Die heimlichen Gucker, ich weiß, die gucken alle heimlich, aber abonnieren nicht, liken nicht. Let's go, Freunde.